Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Glossbuster, zu diesem neuen Video. Ich habe heute hier so einen kaminroten 991 da. Der war vor kurzem bei einem anderen Aufbereiter. Ich muss jetzt lügen, ich glaube, es ist ein halbes Jahr her ungefähr. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Soll jetzt aber auch nicht das Thema sein. Wie ihr wisst es ja, jeder kann mal schlechten Tag haben und so, aber wirklich, oh, der Zustand ist katastrophal. Wir haben jetzt erstmal 3 Polierdurchgänge angesetzt. Mal gucken, ob die reichen werden. So schlimm tatsächlich. Doch, ich zeige es euch, wie wir unsere Poliermittel auswählen. Also welche Politur, mit welchem Pad, mit welcher Drehzahl, mit welcher Maschine. Diesen ganzen Prozess wollte ich einmal mit euch jetzt so durchgehen. Weil hier gibt es tatsächlich viel dran zu testen. Also ich muss viele Kombinationen wahrscheinlich ausprobieren, was dann am besten passt. Ihr wisst ja immer, oberstes Ziel, so viel Kratzer entfernen wie möglich mit so wenig Klarlackabtrag wie überhaupt nur möglich. Ja. Also nicht immer volle Kanne, 6-stufige Defektkorrektur und der Kunde möchte in 2 Jahren nochmal eine Hochglanzpolitur haben, irgendwie was aufzufrischen, die Keramikbeschichtung, und ihr poliert schon durch. Nein, das ist fachlich absolut falsch, hier auf Biegen und Brechen alle Kratzer rauszumachen. Anschnallen, zurücklehnen, irgendwie fest hinsetzen auf dem Boden, weil der Zustand ist wirklich, ich zeige es euch. Hier den vorderen Bereich, da sieht man schon ohne Lampe. Also richtig mattiert hier vorne unterm Porsche-Logo. Und das ist für mich, also hier an dieser Stelle, ganz klares Zeichen von, ja, den Kofferraumdeckel zugemacht. Klar, der muss ja irgendwann auch zugehen und dann so dran gedrückt. Ja, hier ist wahrscheinlich auch nochmal vielleicht ein Fliegenfleck, Insektenfleck gewesen. Der wurde dann versucht, mechanisch zu entfernen. Hat auch geklappt. Ich sehe auch keinen Insektenrest mehr. Aber dafür Kratzer. Die Haube wurde mal lackiert. Ich gucke sie mir jetzt tatsächlich das erste Mal so gewaschen an. Und das, was ich jetzt hier so sehe, wurde sie verdammt schlecht lackiert. Sorry. Ungefähr auf der Höhe. Ja, sieht man es jetzt da so unten links vom Lichtkegel? Irgendwie ein ganz, ganz dicker Staubanschluss dann hier. So, jetzt, ja, genau. Ohne Licht sieht man es tatsächlich besser. Ich weiß, also das sollte bei einer neu lackierten Motorhaube nicht passieren. Da. Da. Da ist auch noch was. Und da. Genau, da sind so 2 übereinander. Ja, also ich kann jetzt hier... Ich könnte jetzt hier ganz, ganz lange weitermachen. Soll jetzt nicht Sinn und Zweck der Übung sein, hier wieder irgendwelche Arbeiten von irgendwelchen Leuten zu kritisieren. Wie gesagt, jeder hat mal einen schlechten Tag, aber hier war es meiner Meinung nach besonders schlimm. Ich hoffe, es ist ein Fokus. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber hier sind überall Schleifspuren. Dicke Schleifspuren sogar. Ja, hier... viel zerkratzt. Ja, also ich kann euch versichern, in echt sieht es schlimm aus. Vielleicht mache ich mal hier das Licht aus. Dann sieht man es dann besser in der Kamera. Ja, ich glaube, jetzt sieht man es besser. Jo. Ja, also hier ist so dieses typische, hier so in der Rundung, wo jetzt der mittlere Lichtkegel ist. So eine richtig, richtig starke Rundung. Da kommt man natürlich wirklich schlecht mit einer Exzentermaschine hin, beziehungsweise man kommt dahin, aber der Stützteller dreht sich nicht. Und ihr wisst, was das bedeutet. Sobald der Stützteller sich nicht mehr dreht, gibt es da auch keine Defektkorrektur. Ergo kann da auch keine Politur durchgefahren werden. Ja, ja, hier so das Typische vom Tür zumachen sehr wahrscheinlich, ne, dass dann hier so ein paar Kratzer sind. Ja, jetzt sieht man sie. Hinterm Türgriff auch natürlich viel zerkratzt. Dann habe ich hier irgendwas entdeckt. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, ob das ein Kratzer ist oder ob das irgendwie nur so ein Geschmier ist. Vom Waschen ging es auf jeden Fall nicht weg. Ja, auch hier, ja, Hologramme, Paradebeispiel.
So, wir haben jetzt auch schon den zweiten Tag angebrochen. Ich habe mir jetzt mal hier am Dach eine kleine Testfläche abgeklebt, weil hier sind Schleifspuren drin, hier sind Kratzer drin, tiefere Kratzer. Deswegen wird das dann so meine Baseline für alle anderen Teile. Ich habe übrigens auch mal durchgemessen. Front wurde lackiert, die vorderen Kotflügel wurden so in den vorderen oberen Bereich, also so hier das. Das wurde lackiert. Hier ist noch der Originallack. Und Kofferraumklappe wurde ganz lackiert. Ja, ich werde mir jetzt erstmal eine Politur schnappen und ich glaube, also ich denke mal H9 und ich werde die tatsächlich erstmal mit einem Schaumstoffpad fahren, nicht mit Mikrofaser. Erstmal gucken, was da geht. Ne? Ihr wisst ja immer mit der am niedrigsten, abrasivsten Lösung anfangen. Ich weiß, H9 ist schon, ist ein Dampfhammer, aber den werden wir hier definitiv auch brauchen. Ob wir Mikrofaser brauchen, teste ich, das weiß ich jetzt selber noch nicht. Ich fahre einmal hier Schaumstoff, danach fahre ich direkt auch Finish und entfette, um mir das Ergebnis dann mal anzugucken. Ne? Das mache ich jetzt erstmal. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht aus. Aber so von der Defektkorrektur ist das hier oben schon mal wirklich gut. Also von der Defektkorrektur passt es auf jeden Fall. Wie gesagt, jetzt ist nur noch dieser Grauschleier da. Wenn ich ehrlich bin, habe ich mir das jetzt hier bei dieser Stelle anders erhofft. Also, dass ich hier da noch ein bisschen mehr testen muss, um euch mal wirklich den Prozess zu zeigen. Wie suche ich eine Politur aus? Wie suche ich ein Pad aus? Aber ich verrate es vielleicht trotzdem mal. Ich habe jetzt hier wirklich ein hartes Pad genommen, das rote Sonax-Pad. Das ist so von der Stauchhärte mit das härteste, was ich benutze selber. Man muss es einfahren. Ihr habt es gesehen, beim ersten Kreuzdurchgang hatte ich ein bisschen mehr Druck. Das heißt, das Pad wird dadurch ein bisschen wärmer, wird ein bisschen weicher. Das heißt, es lässt sich wirklich einfacher damit fahren, die Politur. Ich denke aber auch, diese Stauchhärte brauchen wir jetzt. Und ich würde tatsächlich nicht mehr jetzt hier anfangen mit Mikrofaserpad. Also die Defektkorrektur, wie gesagt, reicht mir so. Und ich mache dann lieber nochmal einen zweiten Gang. Vielleicht auch sogar mit einer Feinschleifpaste. Hier mit einer 2-2er nochmal.
So, heute ist der dritte Tag. Ich sitze zwar immer noch gleich aus, aber es sind verschiedene Tage. Ja, ich habe den Wagen jetzt komplett fertig poliert. Auch so die kleinen Bereiche und so habt ihr sicherlich alles gesehen im Video. Und also Hochglanz ist fantastisch geworden. Hier und da muss ich tatsächlich auch noch mal ein paar Stellen schleifen. Dazu habe ich diese KXK Ridsticks genommen und Kovacs Schleifpapier, hier in meinem Fall 3000er. Habe dann hier Heckschurstange was geschliffen, hier in diesem Bereich, da waren richtig tiefe Kratzer, habe ich was geschliffen, hier habe ich was geschliffen. Ach mein Gott, ich habe an 1000 Stellen geschliffen. Schleifspuren gingen voll raus in zwei Durchgängen mit Hartenpad und Koch H9. Hat dann auch gepasst. Hier und da sind noch ein paar Kratzer drin geblieben, definitiv. Auto war vorher halt im desaströsen Zustand. Ihr kennt es ja, ne? Man möchte ja, wie gesagt, immer noch Lack drauf lassen für die nächste Behandlung. Und ja, vielleicht, wenn er nächstes Mal wieder kommt, sind die Kratzer dann vielleicht auch verschwunden. So, ich werde jetzt entfetten. Danach kommt das Sonax CC Evo drauf. Und ja, das war es dann jetzt hier so vom Video. Ist leider ein bisschen schief gelaufen. Ich wollte ja zum Thema machen, so richtig den Prozess mal euch mit in den Prozess mitnehmen, wie ich die Politur per Drehzahl, irgendwas Kombination herausfinde. Unglücklicherweise hat es direkt beim ersten Mal funktioniert. Egal, machen wir dann vielleicht nochmal in einem anderen Video. Ich, wie gesagt, werde jetzt entfetten, Sonax CC Evo drauf, danach noch Restarbeiten, ne, ihr wisst, Auspuff, bisschen hier Kunststoff und so, ja, noch die alten Politurrückstände wegmachen von meinem Vorgänger und so, ne. Das war's dann hier so von diesem Video. Ich würde dir aber einen Tipp geben, nochmal dran zu bleiben, weil dann siehst du noch die Finish-Aufnahmen und so, ein bisschen den glänzenden Lack mit dem CC Evo. Und ja, aber ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao.